Dann klöppel, klöppel, klöppel. Nächste Schaufel. Ich habe nur noch 3 Schaufeln nach dir, ne? Wobei ich auf der anderen Seite eigentlich genug basteln können sollte, so ist es nicht. Also schaufeltechnisch sollten wir auf jeden Fall glücklich sein. Es gibt auf jeden Fall genug, womit ich schaufeln könnte. So. Zur Not, wie gesagt, Stäbchen haben wir, Holz haben wir auch und was wir natürlich auch noch haben, ist Stahl und Kohle. Insofern, wir leben hier in einem kleinen Ökosystem, mit dem wir uns immer wieder bereichern können und so, ist also kein Problem. Das Einzige, was hier unten irgendwann mal knapp wird, sind die Nahrungsmittel. Und dann müssen wir halt wieder zurück. Wenn wir den Weg noch finden, das ist natürlich auch die andere Sache. Ob wir die Wege überhaupt noch finden. Sieht dann natürlich wieder alles ganz anders aus, ne? Das wissen wir ja. Und deswegen kann es dann natürlich schon passieren. Jetzt aber bevor ich den ganzen Schotter da wegmache, wenn ich das da oben so sehe. Dann muss ich die Kohle hier einfach mitnehmen. Das geht ja gar nicht anders. Okay, da ist in Ordnung. Und? Da ist nicht in Ordnung. Okay. Dich nehmen wir mal mit. Okay. Ja. Wo kommt denn der Schnuffel jetzt her? So, und da oben, dich muss ich auch noch rausruppen. So. Kohle und Kohle. Und, ja. Nee, da oben ist keine mehr, das ist super. Mach die hier trotzdem einfach mal weg. Ah, da ist noch welche. Ich mach die einfach nur weg wegen dem einheitlichen Aussehen. So sieht besser aus. Sehr schön. Dann geht's hier weiter mit dem Shutter. Habe ich da oben alles jetzt? Ich denke ja. So, da unten gibt's natürlich auch noch mehr Shutter. So war das. Nein! Das war einer zu früh. So wollte ich das nämlich. So. Und dann schauen wir doch hier mal, wie weit es runter geht. Okay, das war's schon. Das ist sehr schön. Das heißt, hier können wir einfach raus. Da ist einfach der Spaß. Und dann können wir hier vielleicht noch eine Kleinigkeit essen. Und den Shutter dann natürlich wieder mitnehmen. So. Nächste Schaufel.
Kohle. Ich sehe schon wieder Kohle. Das ist echt der Hammer. Aber ich freue mich. Also ich freue mich echt riesig, dass wir so viel Kohle haben. Und auch so viel Eisen und andere Dinge. Und auch so viel Schotter. Ich meine, deswegen bin ich ja hier. Im Prinzip, damit wir uns möglichst viel Schotter mitnehmen können, weil ich schon wieder so eine Idee habe, wo ich dann überall so Wege hin und lang und sonstiges bauen werde. Und ja, es dauert halt eventuell ein bisschen alles, aber an und für sich habe ich schon viele Pläne, was wir alles so machen können. So, jetzt ruppe ich erstmal die Kohle hier raus, dann kann ich da nämlich... Oh. So, dann baue ich hier mal wieder Licht. Ich sollte demnächst mal wieder Fackeln machen. Immer schön weiterarbeiten, immer nur graben, graben, graben. So. Ja, so, so, was so, sowas. Das ist echt schwierig hier gerade, irgendwelche interessanten und lustigen Themen zu finden und auch meine, also... Mein Mausarm ist auch so ein bisschen in der Situation, wo er sagt... So. Dich kann man wegräumen und dich kann man wegräumen. Ich könnte eigentlich mal versuchen, mir wieder neue... Dings zu machen. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Dings halt. Neuen Rucksack. Damit ich eben noch mehr transportieren kann. Kupfer schon wieder. Den Ofen habe ich wieder mitgenommen, ne? Gut, so. So, da hinten mache ich vielleicht jetzt auch mal wieder eine Fackel an die Wand. Einfach damit es ein bisschen illuminiert ist. Und wir keine bösen Erwartungen, Überraschungen erhalten, erwarten, bekommen, wie auch immer. So. Okay. Haben wir das hier auch erledigt? Da bin ich schon mal sehr zufrieden. Schaufel. Okay, eine hätten wir dann noch. Wenn diese hier das Zeitliche segnet. So, hier gibt es noch eine Kohle. Gut, dann pflanze ich da doch mal wieder ein paar Dinge rein. Einfach damit hier zu ist. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja, komm, machen wir den Blödsinn hier auch mal weg. Damit er weg ist. Und dann holen wir uns hier das Kupfer.
und knallen da was rein. So. Gut, dann können wir hier quasi im Prinzip sagen, auf der Ebene, ja. Auf der Ebene sagen wir ja und dann schaufeln wir einfach mal weiter. Okay. Ich will hier eigentlich wieder eine Fackel haben. Bam. So. Genau. Bevor da wieder irgendwas passiert, was ich nicht möchte. Ah, hier hinten gibt es auch wieder den nächsten Durchbruch. Das können wir uns eigentlich gleich mal anschauen. Okay, das ist einfach nur ganz normal, regulär. Ein Raum, der dahinter ist, den ich wahrscheinlich auch schon kenne. Ja, wahrscheinlich, wenn ich die Löcher im Boden mir so anschaue. Das ist schon ein bisschen ätzende Tätigkeit. Gerade, also gerade finde ich, ich meine, ich finde es irgendwie schon spannend. Ich meine, ich hänge hier ja die ganze Zeit rum und mach's, aber irgendwie ist halt dieses Belohnungs... Es hat diesen Belohnungseffekt. So, letzte Schaufel, ne? Dann kann ich dich hier auch noch gleich mal wegräumen. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir nicht noch einen Ruck... Ah. Large Bag, Medium Bag. Und... Small Bag. Ein Stick und... Okay, ein Stick und... Also ich finde das schon krass, dass diese Bags aus Dings sind, aus... Also das muss ich jetzt machen, es tut mir leid. Ich muss das Ding ganz schnell einschmelzen. So, einmal Kohle, einmal Klumpen. Das ist einfach nur Verschwendung von Platz, wenn ich die da so drin liegen lasse. Das möchte ich nämlich einfach jetzt nicht. So. Ich bin am Überlegen, ob ich mir nicht eine neue Tasche mache. Weil ich es immer noch total irritierend finde, dass die Taschen nicht aus Stoff sind, was ich viel sinnvoller fände, sondern aus Holz. Und das finde ich ein bisschen irritierend. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass quasi die Leute gesagt haben, hey, wir wollen, dass sie möglichst früh und möglichst schnell Taschen bauen können, damit sie viel transportieren können und so weiter und so fort. Ist ja dann auch ein gewisser Frustfaktor, wenn du permanent nicht die Möglichkeit hast, also permanent immer hin und her rennen musst und das sind ja auch nur... Ja, wobei, Wool ist inzwischen Standard-Package. Insofern...